die hier jetzt gerade hier auf dem Rasen sind, dann ein bisschen verschnaufen. Traumhaft. Da Ferner mit dem 1-0. Völlig alleingelassen da im Strafraum. Anvisiert ins lange Eck. Dynamo Dresden führt mit 1-0 nach 42 Minuten. Ja, wir sehen es jetzt hier nochmal. Hier den Ball von Sterner. Stimmt halt die Ordnung bei Osnabrück gar nicht. Alle viel zu weit weg. Sehr schöner Ball. Super erster Kontakt von der Ferner, der ihn wirklich perfekt annimmt und auch schnell abschließt. Zwei saubere Kontakte, legt ihn genau in die lange Ecke rein. Super gemacht und da zeigt sich einfach, er ist einfach ein Stürmer, der für die Liga sehr, 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 sehr gut ist. Ball erobert. Der Ferner. Lemmer ist durch. Lemmer macht das Tor. 2-0 Dresden. Ball abgeluchst im Mittelfeld und dann ging es rasend schnell. Aufgelegt von der Ferner auf Jakob Lemmer, der jetzt endlich auch sein erstes Ligator macht. Ja, außen Einwurf von Osnabrück, Ball gewonnen, zweimal schnell gespielt. Ja, und dann ist er einfach nicht zu halten, dann ist er einfach schnell genug, bleibt cool, lange Ecke. 2-0. Aufzufangen ist, Achtung, Riesentat von Schreiber. Wie nimmt er den? Mit dem Kinn? Kommen eigentlich nirgends so richtig in Zweikampf. Hier nicht. Und dann ist es natürlich schwer zu verteidigen. Und ja, ein Abschluss von 6 Metern. Aber Schreiber macht's gut. Bleibt stehen, bleibt grob. 4-2 nach Recken. Da Ferner, der Ball ist drin und es steht 3-0. Er wusste gar nicht so richtig, wie er den eigentlich über die Linie nehmen sollen. Er war wahrscheinlich selber ein bisschen überrascht, dass er so frei ist. Einen Meter vom Tor. Ja, wir sehen es jetzt nochmal genau. Hüning wird geblockt. Guter Kopfball, der Ferner läuft durch. Soll ich auch sagen, das stimmt bei Osnabrück natürlich auch gar nichts. Also es sind ja wirklich 3 oder 4 Dynamo-Spieler völlig frei. Ja. Jetzt hat Dynamo mal bestraft, mal aus dem Standort ein Tor geschossen, wird sie freuen. Und ja, jetzt ein 3-0, jetzt wird es natürlich schwer für Osnabrück. Wo liegt da Hüning? Oh, glattrot, glattrot für Joel Schwarz. Was ist da passiert? Der hat ja ein, zwei Mal schon seinen Unmut über dieses Spiel kundgetan und es anscheinend jetzt an Lars Böning ausgelassen. Also da zieht Böning natürlich vorher ein kleines bisschen und dann kommt einmal der intensive Druck. Boah. Glattrot ist eine sehr harte Entscheidung. Zumindest das, was wir aus der Perspektive jetzt hier sehen konnten. Ja, ich glaube, sie haben sich so ein bisschen behakt, alles noch im Rahmen. Ich glaube, Schwarz lässt sich dann zu so einem kleinen Check hinreißen, wie schwer das jetzt nun war. Können wir jetzt hier nicht beurteilen. Sah jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht so dramatisch aus, aber klar, wenn dann Böning fällt und der Linienrichter steht 2 Meter daneben und ahndet, dann ist es dann am Ende auch eine rote Karte, egal wie heftig der Schlag dann am Ende war. Aber es ist so oder so, es ist einfach eine dumme Aktion.